Das war sehr miese Prise. So, liebe Freizeitpark-Freaks, wir sind heute für euch im Bobian Anland mit McDonald's als Corporation-Partner. Yes, here we go. Also wie gesagt, hier wieder für euch in 4K 30 Frames als Schriegel. Ist auch am Start. Ja, richtig. Nach gefühlten 4 Monaten, glaube ich, war das letzte Mal im Efteling, ne? Ich habe mein Knie verletzt. Ich ja. Kann auch nichts. Ich mit nur 4 Stunden Schlaf bin voll on the road. Ja, hier ist immer noch Baustelle, aber sie sind weitergekommen seit letzter Woche. Ab Mais Eröffnung haben wir gerade gelesen. Ja, richtig gut. Also kommt alle ins Bobianland. Anland. Okidoki. Frickel spielt. Okidoki. Ja, wir machen jetzt mal so eine Runde um den See laufen. Das ist die geilste Attraktion ever. Da braucht man auch keinen Speedypass für. Das geht so naturhaft ganz alleine, ne, von der Seite herunter.de. Und was machen wir jetzt eigentlich? Hier. Rafting oder so. Oder Speedybob. Speedybob? Oh Gott. Oh ja, Rücken und so und Nacken und so. Also wie gesagt, zu letzter Woche ist es voller. Man sieht es hier bei Okidoki. Ist doch der Mondpark. Ja, ja, aber dafür ist es eigentlich angenehm, ne? Also der Parkplatz ist, ja, die erste Hälfte ist besetzt von dem Abonnement-Parkplatz. Nicht zu dem normalen Parkplatz, das haben wir jetzt. Aua, was war das? Mach mal ruhig, Bruder. Ach, wie Koma, ne? Wie Koma. Ah, da, guck mal, da fährt Okidoki. Okidoki. Oh, guck mal, wie sie sich alle freuen. Schön. Nightmare Incoming. Schön. Freut euch auf den Drop. Danach geht's bergab und dann ist Ende mit euch. Schluss mit lustig. Ja, auf jeden Fall, da haben wir jetzt nicht so rüber geguckt zu dem Normalparkplatz für 9 Euro. Ich kann euch nur empfehlen, holt euch auf jeden Fall jetzt noch die Jahreskarte. Es lohnt sich noch für die Season 2023. Und die vor mir machen ganz komische Sachen. So mit Hand in Hand. Was ist das? Händchen halten. Ach ja, habe ich auch früher mal mehr gemacht. Ja, da war ich noch was jünger. Da hatte ich auch noch Haare. Haare. Ja, genau. Es ist süß. Ja, okay, wir sind vertreten auf Facebook, Instagram und YouTube. Popcorn hat gesprochen. Das Popcorn lebt.